Hallo und herzlich willkommen zurück zu Master of Orion Conquer the Stars. Ja, wir machen weiter, wie ihr habt. Wenn ihr euch schon mal bei mir gemeldet habt wegen den Schiffen oder den Schiffsnamen, ne, behaltet das im Hinterkopf. Ich merke mir das alles. Das werden wir diese Folge jetzt nicht bringen, aber aufgeschoben ist your nicht aufgehoben. Your trackers have hunted down a new wisdom, your highness. Yeeha! Nehmen wir Upgrade All. Ja, komm, dann ist es weg. Yeah. Xenodiplomatie. Schiffe upgraden. Jo. Die kann ich nicht upgraden. Wurscht. Bevor wir jetzt hier Schiffe bauen, hätte ich schon gerne den Space Elevator. Weil der gibt nämlich, da kosten die Schiffe 30% weniger. Ja. Können wir mehr Fischi happen für die Bevölkerung? Den bauen wir noch. Und dann gucken wir mal. Was gucken wir denn dann? 500, 2000 haben wir auf der hohen. Auf der Kralle. Oh, nee, passt alles, komm. Drück jetzt Runde zu Ende. Zack. Biosphäre, fertig. Herrlich. Läuft ja wie ein Länderspiel. Atmosphärenerneuerer. Die Starbase brauchen wir hier auch. Unbedingt. Bisschen Research. Gut, Population wächst dann auch. Wie sah es nochmal auf Firas aus? 12 von 15. Dann bauen wir als nächstes auf Firas nochmal. Oder auf Ptolemy? Bauen wir noch ein Kolonieschiff. Your trackers have hunted down a new wisdom, your highness. Gut. Jetzt haben wir Private Funding. Ja, mehr auf Research. Damit wir dann auch so schnell wie möglich das Zeug kriegen. Jetzt hat er sie beide umgenannt. Das war, letztes Mal war das ein Marauder. Jetzt sind das alles Miauder. Yay. Yeah. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich brauche immer so eine einheitliche Flotte. Ne? Es muss alles einheitlich sein. Gut, da haben wir das. Da haben wir das. Dann hätte ich... ja, wir bauen hier jetzt noch eine Station zur Absicherung. Was war denn das hier für ein süßer Planet? Barren, Small... Ja, den nehmen wir dann zum Schluss. Spring ich immer weg, ey. Was soll denn das? Bin jetzt so flott an der Maus. So geht das aber nicht. Muss ich mich ein bisschen mehr... bisschen langsamer machen. So werde ich... wirst du ja beim Zugucken wahrscheinlich ganz wirr, wenn ich da so... Gut. Ist der Zug? Kommen die hier hoch? Ach, da sind sie ja. Alles klar. Ja, ist auch Marauder. Ja, jetzt sind das keine Fregatten mehr. Ah, das ist vielleicht... Aber irgendwo bauen wir ein Schiff. Irgendwo bauen wir ein Schiff, glaube ich. Das schicken wir dann runter. Cruiser. Ja, da oben. 7 Züge. Okay, auf 4er sind wir fertig. Sieht's mit der Pollution aus. 20%. Das müssen wir jetzt aber mal machen. Ja, was dann passiert, wenn man das nicht einhält, ne, und seinen Planet nicht sauber macht, dann wird aus so einem tyrannischen Planeten mal ganz schnell, dann geht da eine Stufe runter, ne. Ich müsste dann irgendwie, ja, hier, wie heißt denn das? Arid sein? Sagst du jetzt was, ne? Das ist, hier, Arid, ne?
müsste das dann werden, ne? Wenn man da nicht aufpasst. Aber es wird einem angezeigt, dann im Notfall hier über so einen roten Balken. Wir machen das sowieso nachher so, dass sich das eigentlich komplett aufhebt. Also, dass man da gar nicht mehr gucken braucht. Deswegen fahren wir ja auch die Research-Kapazitäten hoch. Lass mich mal gucken, ey. Wie viele Katzen streiken denn hier schon wieder? 3 Stück. Okay, das dauert 4 Runden. 5% verliert er pro Runde. Your trackers have hunted down a new wisdom, Your Highness. Okay, das Data Center, das ist ganz gut. Das gibt 1 pro Zelle. Und das ist hier für die armen Planeten, ne? Hier. Crust Protection, Protecting, ja. Für Planeten, die da halt nicht so eine große, wie nennt man das denn jetzt? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. So eine Erdschicht, Erdmantel oder sowas, wo das halt so ein bisschen instabil ist, bla bla bla. Ich denke noch. So, Master Economics. Das ist das galaktische Warenhaus. Ja, aber die anderen Sachen, Truppentransporter, auch eine nette Geschichte. Da ist jetzt der Fusion Beam dabei. For the Pride. For the Pride. Würde alles wesentlich schneller gehen, wenn wir nicht so viele Abweichlerkatzen hier hätten. Okay, Research machen wir da erstmal nicht. Hier ist ja Streikekatze darunter. Prozent müssen wir auch mal machen. Okay. Und danach das Datencenter. Hm. Können wir die nicht irgendwie ausweisen? Irgendwie so auf einem Planeten sammeln diese Streiker und dann sollen sie zusehen? So ein Gefängnisplaneten. Gut. Ah, nee, noch nicht. Wir bauen. Ich hätte gerne noch ein. Es ist so viel zu tun und so wenig Kapazitäten. Also in meinen Augen wenig Kapazitäten, ne? Just a moment, Highness. Wir nehmen den Strahler. Ich mag nämlich Strahlenwaffen. Zack. Upgrade all. Just. Ja, dieser, den brauchen wir eigentlich gar nicht bauen. Der ist halt, dieser DNA-Scanner, der ist halt für die Geschichten wichtig, wenn du später Spione hin und her schicken kannst und sowas, ne? Dann gibt's halt solche Werte, ne? Und wenn die dann halt quasi einreißen, sagen wir so durch den Zoll, kommen dann die außerirdischen Besucher, ne? Dann hast du da halt so einen Abtaster, ne? So, was nehmen wir denn jetzt? Nee. Wonderful. Schnellen eigentlich weg haben. So machen wir das. Upgrade All. Kostet 2 Credits. Das können wir, glaube ich, noch verschmerzen. A little friendly barter will help both our races thrive, don't you think? Ja, lass mal die 90 Ocken rüberwachsen, Kollege. Nimmer nämlich. Welcome to GNN, Galactic News Network. The Galactic Union for Mineral Standards has upgraded the mineral classification of a Mershon planet, thanks to recently discovered deposits of valuable minerals.
Es erinnert mich irgendwie immer an N24, weiß auch nicht, ne? Also. Ja, wunderbar, Rich. Ja, yeah, das ist echt gut. Das geht ja schon von selber hier. Können wir gleich nochmal einen hier abziehen. Und hier ziehen wir auch einen ab. Und dann machen wir als nächstes das Datencenter. Und dann schieben wir nochmal einen Kreuzer hinterher. Denn was ist besser als ein Kreuzer? Das sind zwei Kreuzer. Firas. Ja. Ne, passt. Pollution sieht hier ganz gut aus. Ja, Terraforming. Hm, 23 Runden. Wie sieht's mit der Bevölkerung aus? 8 von 12. Ja. Gut, den Space Elevator, das Datencenter und danach könnt ihr hier terraformen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr jetzt mal, vielleicht auch ein kleiner Tipp zur Handhabung, wenn ihr das spielt oder sowas und ihr habt so eine Bauschleife und dann, oh fuck, ja, Pollution so hoch, ja, was mache ich jetzt, ne? Dann könntet ihr jetzt einfach nehmen, ne, klickt Pollution an, Bild, ne, dann ist das automatisch nach hinten verschoben, ne, und dann zieht ihr das einfach hier rüber, ne, das ist vom Management, vom Micromanagement übelst einfach, ne, oder packt das hier irgendwo dazwischen oder so, ne. Oh. So funktioniert das. Echt schön gemacht, ne, richtig einfach von der Handhabung. Ja, da ist er. Der Kreuz A. Der guckt mich an. Der ist ganz aufgeregt. Oh. Ja, schick mir dich mal runter. Weil hier eine kleine Fregatte, das ist mir nix. Wie viele Punkte hat er denn? Gleich mal gucken. 2000? Na, aber holla. 2800? Das machen wir. Diese Runde boxen wir den scheiß Drachen da weg. So. Oh, nee. Da muss er auch drauf achten, ne? Wenn der durch Systeme kommt, wir wissen ja, hier sind Piraten, ich habe keinen Bock, dass das dann von Piraten abgeknallt wird, aber manchmal nehmen die auch Routen durch, als Beispiel, wenn jetzt das Vierer-System nicht da wäre, ne, und ich möchte gerne zu dem Ptolemy System, ja, dann und hier würde eine gerade Verbindung hingehen, ne, dann würde der manchmal das bevorzugen, hier über das Sol-System zu gehen. Und wenn du dann in einem System vom anderen bist, dann knallen die das Ding einfach weg, außer du hast die entsprechenden Verträge, ne, da immer ein Auge drauf. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Upgrade. Wie sieht's denn zeitlich aus? Das machen wir jetzt. Das machen wir. Komm, was soll der Geiz jetzt? Zieh durch. Kommando zurück. Das ist bestimmt ein schicker Planet da unten. Dann machen wir das. Machen wir jetzt den Weltraumdrachen. Your trackers have hunted down. Jo. So. For the prize. Das letzte von der Reihe. Also muss es immer sein, ne? Weil vier Runden, das müsste hier dann das letzte sein in der Spalte. Ja. Gut, danach kommen die. Robotics ist dann natürlich auch gut für optronisch. Da haben wir den Holo-Simulator. Denn. Das macht traurige Katzen froh. So, was? Da gehen wir jetzt mal direkt drauf. Da ist wieder alle zu schöne Sachen. Der Spaceport, den will ich auch unbedingt haben. Ne? Das ist auch echt gut. Ne? Bringt Credits per Pollution oder Population. Ne? Also für jede Miezekatze ein Credit mehr. Upgrade all.
Warte mal, erst noch mal gucken, bevor ich jetzt echt so stark in die Schiffsproduktion reingehe. 8 von 25. Eieiei. Lass mich noch mal gucken. Der kostet... Command Point kostet 4. Okay, wir bauen aber schon 2. Mist aber auch, ey. Ist ja eine blöde Geschichte. Wir brauchen noch eine Starbase jetzt irgendwo. Da müssen wir Kohle reinstecken. Geht nicht anders. Okay, die ist gleich fertig. Und der Planet ist auch... Ja, dann gucken wir in der nächsten Runde. Zack. Gut, Cloning Center fertig. Und 10 von 10. Jetzt ziehen wir die hier komplett in die Produktion rein. Und in... Können wir noch einen? Nee. Es wird jetzt rot, ne? Und dann rot heißt dann immer quasi, da verlieren wir Kätzchen. Ich meine, um ihn hier wäre es ja nicht schlimm, oder? 7 Runden. Ja, wir verkraften das auch mit der Kohle. Wir haben ja noch was auf der hohen Kante. So, hier ist auch gewachsen. Malor 3. Bevölkerung. Ist aber Medium? Nein. Naja. Firas Grown. Passt alles. Alles super. Alles super. Mensch, Stadt läuft, ey. Erste Sahne. Ist richtig gut. Der Heimatplanet und dann auf Rich hochgewertet, ne? Weil mit den anderen können wir noch gar nicht so viel anfangen. Da seht ihr ja hier, die machen Minus, ne? Dann nur 3 von 8 Bevölkerung, ne? So. Minus 5. Ja, Mensch, wir brauchen auch echt den Spaceport. Was anderes ist da jetzt, aber naja. Komm, wir können hier eh nichts anderes bauen. Also wir könnten jetzt noch Schiffe, klar, ja, aber die bauen wir ja schon, bauen wir schon woanders. Also zumindest ein Kreuzer kommt ja noch, wenn ich mich nicht irre. Einer müsste noch, ah ja, da, Firas. Ein Zug wird da fertiggestellt. So, der Kreuzer ist fertig. Machen wir danach noch mal ein bisschen Pollution und dann machen die hier Kohle. Nee, es läuft. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt die Runde noch. Ne? Ich will nicht immer bis zum... Your trackers have hunted down a new wisdom, Your Highness. Dankeschön. Upgrade. Ja, die Schiffe, die dann beim Upgraden nicht an einer Raumstation oder sowas sind, ne? Die muss man dann nachträglich upgraden. Sprich, die müsste man jetzt hier zu so einem Außenposten oder so hinschicken. Gut.
Colony und Space Factory. Ich will die aber nicht. Schicke ich jetzt erstmal hin. Next turn. 22 von 30. Da wird eine Bank gebaut und machen wir das. Forschung. Ist auch noch. Zack. Und dann würde ich vorschlagen, bauen wir doch noch eins. Können wir uns noch. Wird ja keins mehr gebaut, ne? Wird ja. Können wir uns das leisten, so langsam eine Flotte zu etablieren? Streichen wir das. Ground Batteries. Auch noch ein Kreuzer. So, und hier reinigen wir dann auch mal die Katzenstreu wieder weg. Schnapp mal. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass wir den auch schaffen. Sleep. This is GNN. And now the state of the galaxy. The census rankings of Empire populations. Das ist doch noch gar nichts. Das ist doch noch gar nichts. Wir haben ja gerade erst angefangen. Gut. 15 von 15. Darunter. 2100, aber dann müssten wir es haben. Kriegen das auf jeden Fall hin, ey. Das wäre doch gelacht. Nee, passt auch alles? Ich bin das so gewohnt, das ist auch eine ganz komische Macke. Wenn er mir meldet, er hat ein Gebäude fertig gebaut, dann muss ich immer reingucken. Normalerweise könnte ich es genauso gut überspringen. Dann dauert es denn jetzt noch 6 Runden, dann haben wir die Optronik. Läuft auch. Machen wir die Bauschleife gleich auch mal wieder voll. Und zwar den nehmen wir einmal. Den Neutronenkollidierer. Pilzfarmen. Und dann gibt es noch einmal Kohle. Und. Toxischer Prozessor. Ach ja, es gibt so viel Starbucks. Brauchen die Command-Punkte. Kreuzer 5, das ist ein älteres Modell. Ach, das. Naja, gut. 3800. Also wir müssten es normalerweise schaffen, aber ich habe auch keinen Bock, großartig Schiffe zu verlieren. Wir holen uns lieber nochmal einen. Ja? Den hier.
Den hier holen wir uns noch dazu. Ne? Er kann uns natürlich auch wegschießen, ne, einen Kreuzer, aber ich möchte dann immer nicht die Kreuzer verlieren, weil das ist einfach nur Zeit, die wir verlieren, indem wir den halt nachbauen müssen, wo wir eigentlich Geld scheffeln könnten. Ne? Oder irgendwie ein anderes wichtiges Produkt bauen. So, Terraforming, Pollution passt. Jo. Simuliert jetzt. Versuch von der Zeit her ein bisschen Gas zu geben, ja. Dass wir da noch hinkommen. In 7 Zügen ist der andere Kreuzer da. Aber man darf natürlich auch nicht die Planeten vernachlässigen. Ne? Das passt schon. Your trackers have hunted down a new wisdom, Your Highness. Also Hulu-Simulator ist super, ne? Gibt plus 15 auf Moral. Gab's da irgendwas? War doch mehr gewesen. Da war doch 20% oder 30%. Naja, egal. Mag mich irren. Keine Ahnung. So. Just a moment, Highness. Gut. Jetzt machen wir noch die militärischen Taktiken, weil yes. Truppentransporter hätte ich auch ganz gerne. Wunderbar, die kommen auch ganz gut voran. Und das ist es nochmal, zeige ich euch nochmal bei den Planeten. Ne? Ist ja ein neuer Planet und das kostet immer. Ne? Er ist -3 und je mehr Zeug wir dafür bauen, braucht das natürlich mehr Unterhalt und so. Ne? Und da muss man halt das gewisse Maß finden. Ne? Und das wiederum bezieht sich natürlich auch auf die Forschung. Wir könnten jetzt Gas geben, ne, in der Forschung, ne, dass mir hier auch die anderen Sternsysteme da reinkommen. Aber es bringt nichts. Es bringt wirklich nichts, weil wir können es besiedeln, ja, und dann haben wir nachher keine Kohle mehr, ja, weil wir natürlich alles andere nicht geforscht haben. Von daher ist ein ausgleichender Fokus bei der ganzen Geschichte einfach enorm wichtig. Your trackers have hunted down a new wisdom. Impulse Beam, Damage 6. Your Highness! So, Firas hat fertig gebaut. Holo-Simulator. Malor ist gewachsen. Produktion. Ich schieb das immer bei Research rein. Ich weiß, ne, man kann es auch so verstellen, dass man quasi hier im Empire sagt, oh, okay, hier, ne, balanced oder alles auf Food oder sowas, aber es passt mir nicht. Ich will das immer persönlich selber machen, so wie ich das für sinnig halte und nicht wie das eine KI für sinnig hält, ne, weil ich vertraue den KIs. Ich weiß es nicht. Ich vertraue den KIs einfach nicht, ne. Es ist für mich, bin dann immer der Meinung, die machen irgendwas verkehrt dann, ja. Oh, jetzt will ich mal gucken, nochmal ganz kurz. Holosimulator, Trade Goods, Geta Prime. Brauchst keine Trade Goods, hier. So, mal weg den Kram. Du machst jetzt mal schön hier einen Holosimulator. Für traurige kleine Mietchenkätzchen. Mietchenkätzchen. So, da ist er. Ach Mensch, die Zeit. Okay, wir haben unsere Flotte versammelt. Und nächste Folge schnappen wir uns das Weltraummonster. Versprochen. Ja, diesmal hat es echt nicht hingehauen, aber naja. Ne? Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns.